Immer wieder werden Kleinkinder mit Rattenbissen zur Behandlung in unsere Klinik gebracht. So die schockierende Schilderung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vor einigen Tagen. Der Alarmruf kommt nicht aus einem zerbombten Kriegsgebiet in Syrien. Er kommt aus einem Flüchtlingslager hier bei uns in Europa. Rattenbisse bei Kleinkindern sind zu einem so gravierenden Problem geworden, dass auf der Insel Samos eine groß angelegte Tetanus-Impfkampagne gestartet werden musste. In den Elendslagern auf den griechischen Inseln ist die medizinische Versorgung nahezu komplett zusammengebrochen. Die Zeltlager versinken im Regen und im Schlamm. Es mangelt an Trinkwasser, an Nahrung, an Decken. Die Zustände sind seit Jahren bekannt. Sie werden immer noch katastrophaler und sie sind menschenunwürdig. Doch von all diesem Elend findet sich in Ihrem Bericht kein einziges Wort. Auf mehr als 300 Seiten schaffen Sie es nicht einmal, die Worte Seenotrettung oder Pushbacks von Frontex zu erwähnen oder dass das Mittelmeer zur tödlichsten Grenze der Welt geworden ist. Flüchtlingslager gibt es für Sie in Myanmar und im Irak, aber mit der beschämenden Realität der europäischen Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen wollen Sie sich in diesem Bericht nicht beschäftigen. Das geht so nicht, liebe Bundesregierung. Wir sind hier in der Verantwortung. Wir dürfen nicht wegschauen, wir dürfen nicht schweigen. Gerade der Menschenrechtsbericht muss den Finger in diese Wunde legen, den Finger in die Wunde des menschenverachtenden Zynismus, der Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Und wir müssen dringend handeln, um die Kinder, die Frauen und die Männer endlich aus diesem Elend herauszuholen. Kolleginnen und Kollegen, dass der Bericht dazu schweigt, ist umso ärgerlicher, weil in diesem Bericht ja auch viel Richtiges und viel Gutes drinsteht und dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, die Kritikpunkte des Menschenrechtsausschusses aufgenommen hat, ist ebenso anerkennenswert wie ihre Arbeit und ihr Engagement. Und richtig ist auch, dieser 14. Bericht der Bundesregierung zur Menschenrechtspolitik ist ein Fortschritt gegenüber dem vergangenen Jahr. Aber Sie mogeln sich an den Themen vorbei, bei denen die Koalition versagt oder heillos zerstritten ist, Beispiel Lieferkettengesetz, Beispiel Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt. Hier muss ein Menschenrechtsbericht Position beziehen. Und noch ein Punkt. Es reicht nicht mehr, vom Klimawandel zu reden. Sie sind schon mittendrin in der Klimakrise, mancherorts auch in der Klimakatastrophe. Dürren, Überschwemmungen, Hungerkatastrophen, Kriege, Flucht, Vertreibung ist schon längst bittere Realität. Und das ist auch eine Bedrohung für die Menschenrechte auf dieser Welt. Und sie sind auch Konsequenz des fahrlässigen Nichthandelns auch dieser Bundesregierung. Wenn Sie es mit dem weltweiten Engagement für den Schutz der Menschenrechte ernst meinen, dann handeln Sie endlich, nicht nur mit umfangreichen Problembeschreibungen, nicht nur mit wichtigen Hilfsprogrammen, sondern auch mit konkreten Maßnahmen für den Schutz von Klima und Menschenrechten. Danke schön. Vielen Dank, Margarete Bause. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU-CSU, Dr. Katja